Freunde, ich habe eben vorne noch am Tresen ein kleiner Flöpikowski gemacht. Ja, ich habe mir noch eine Stange Bier in den Mund geschoben, also Schälchen Tee runtergespült. So nach dem Motto, da lacht die Leber und der Trinker wundert sich. Und ja, ich sage immer lieber einmal voll nach Hause kommen, als immer leer ausgehen. Und, aber manchmal macht sowas ja Schwierigkeiten. Also die Sauferei ist eine böse Sache. Ich habe neulich noch zu meinem Hausarzt gesagt, Herr Doktor, also manchmal kommt es mir vor, als hätte ich eine Lederallergie. Ich sagte, wie kommen Sie darauf? Ja, wenn ich morgens mit Schuhen im Bett aufwache, habe ich immer so einen Brummschädel. Deshalb bin ich ja eben vorsichtshalber mit dem Taxi gekommen. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Und habe mich natürlich vorgestellt dem Taxifahrer. Gute Kinderstube. Gestatten Sie, mein Name ist Fips Asmussen. Angenehm, das freut mich. Mein Name ist Schlimmes. So ein komischer Name. Sag, wieso komischer Name? Ich wurde schon in der Bibel erwähnt. Sag, wieso denn das? Ja, in der Bibel steht doch geschrieben, Schlimmes wird euch widerfahren. Es ist ja... Freunde... Aber ein schöner Laden, in dem wir das einmal im Jahr hier machen, Kinder. Die Akustik ist erstklassig. Und der Wirt hat vorne ein neues Schild angebracht, habe ich gelesen. Sollte Ihre Frau nicht kochen können, lassen Sie sich nicht gleich scheiden. Essen Sie bei uns, behalten Sie Ihre Frau als Hobby. Und Kinder, ich weiß nicht, ob ihr den Wirt kennt. Du, der Wirt, du, der hat einen geistigen Horizont eines mittelgroßen Dorfteiches. Also der Wirt, der hat ja... Der Wirt... Also für den ist der geistige Horizont der Abstand zwischen Stirn und Brett. Aber ein ganz schlaues Köpfchen auf dem Gestell. Ganz schlaues Köpfchen. Also wenn man dem so zuhört, da wird man manchmal so die ganze Brüchigkeit seiner Halbbildung brutal vor Augen geführt. Kann ich mir vorstellen? Also ja. Also was ich mit dem schon erlebt habe, wenn ich das keinem erzähle, glaubt mir das jeder. Also pass auf, es ist ja, ja. Ich sage neulich so schön zu ihm, du hast eine Stimme wie zum Brikett zählen. Ja, ich rauche zu viel, ich kann mir das Rauchen nicht einfach nicht abgewöhnen. Ich sag, hast du schon mal mit Kaugummi versucht? Sag, nee, das brennt so schlecht. Er ist ja aber sonst, muss ich sagen, ein ganz sympathischer Windbeutel. Also der hat ja auch alles, also beruflich alles hinter sich. Nicht? Hat mal eine Zeit lang als Schaufensterdekorateur bei Aldi gearbeitet. Also, ja. Dann war er mal Maurer bei Lego, also was der alles hat ja auch, Freunde, hat ja auch immer schöne Sprüche drauf. Sagt er neulich zu mir, weißt du eigentlich, warum die Bayern alle jodeln? Ich sag, keine Ahnung. Sagt er, wenn die lesen könnten, dann würden sie ja singen. Also, ja? Sprüche, Freunde, Sprüche drauf. Sagt er, kennst du den Unterschied zwischen einer Geige und einem Bass? Ich sage, nee, keine Ahnung. Sagt er, der Bass brennt länger. Das ist ja... Der stellt dir auch Fragen manchmal, du. Sagt er zu mir, weißt du eigentlich, der Ernst Mosch ist gestorben? Ich sage, das darf doch nicht. Doch, der ist beim Schneewalzer erfroren. Sagt er, weißt du eigentlich, wie eine ostfriesische Gehirnzelle stirbt? So, nee, keine Ahnung. Sagt er, sehr einsam. Sagt er, was macht zum Beispiel ein Polizist, ein ostfriesischer Polizist, der eine Million im Lotto gewonnen hat? Ich sag, keine Ahnung. Er kauft sich eine Kreuzung, macht sich selbstständig. Also, das ist ja, ja. Solche Sprüche. Sagt er, wie holt man zum Beispiel einen Börsenmakler vom Baum runter? Ist doch keine Ahnung, man schneidet das Seil ab. Es ist ja... Er neulich rein in die Drogerie, auf dem Tresen steht so ein Glas dran mit den Hustenbonbons, ne? Daneben steht ein Schild, Kondome werden auf Wunsch angepasst. Sagt er, Fräuleinchen, machen Sie das? Sagt sie, ja, mein Herr, gut, dann waschen Sie mal die Finger, packen mir Bonbons ein. Ha!
neulich in die Drogerie mit einem durchlöcherten Kondom, legt ihn auf den Tresen, sagt zum Drogisten, was nehmen Sie dafür, wenn Sie das Ding reparieren? Sagt er, eine Mark. Sagt er, was kostet ein neuer? 2 Mark. Na, da packt das Ding wieder ein, kommt er eine Woche wieder, sagt er, mein Kegelclub möchte, dass Sie ihn reparieren. Es ist ja, er war... Du, der war neulich, Freunde, er war ja neulich mit seinem Kegelclub unterwegs. Er hat eine Flugreise gemacht nach Kenia mit seinem Kegelclub. Obwohl er gesagt hat, in eine Maschine der Lufthansa kriegt mich kein Mensch mehr rein. Ich habe in der Zeitung gelesen, laut Statistik verliert die Lufthansa 10% ihrer Gäste. Also ich meine, das ist ja... Du, war aber eine schöne Maschine, die hatten, so eine Boa Constructor mit Schiebedach. Also eine wunderschöne... Ja... Hat sich gleich der Pilot gemeldet. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt unsere Reisegeschwindigkeit von 900 Stundenkilometern erreicht. Leider ist es uns wegen eines Defekts nicht möglich abzuheben. Nein, Freunde. Es ist aber dann, wie gesagt, doch noch alles gut gegangen. Die sind neu gestartet. Hatte die Stewardess gemeldet. Meine Damen und Herren, darf ich Sie nur bitten, sich anzuschnellen, das Rauchen einzustellen? Sagt er zu seinem Nebenmann, was hat die eben gesagt? Du sollst das Rauchen einstellen, du sollst dich anschnallen. Aha, kurz vor der Landung in Kenia. Da meldet sich der Pilot über Mikrofon und sagt, meine Herren vom Kegelclub, ich möchte Sie kurz aufklären über die Frauen in Kenia. 50% aller Frauen in Kenia haben AIDS. Und 50% aller Frauen in Kenia haben Asthma. Da sagt er zu seinem Nebenmann, was hat er eben gesagt? Sagt er, alle die husten, die kannst du vernaschen. Du. Typ, kann ich euch sagen. Freunde, ein ganz wilder. Sagt er, neulich war ich im Autokino, du, das kostet eine Menge Prämien, kann ich dir sagen. Ich habe 650 Mark bezahlt. Ich sag, wie ist das möglich? Sagt er, ich war mit dem Taxi da, du. Sagt er, neulich, du, ich habe mich beim Quiz gewonnen im Fernsehen. Ich habe 1000 Mark im Quiz gewonnen, beim Fernsehen. Ganz toll. Die Frage war, wie viel ist 7 mal 7? Ich war mit 43 am nächsten dran. Er sagt ja immer, wer nicht bis 3 zählen kann, fängt einfach bei 2 wieder an. Und sagt er, jetzt habe ich ja einen neuen Job auf Sylt, du. Aber ich glaube, ich gebe den besser auf, du. Du, das ist ein harter Job. Ich sag, was machst du denn da? Sagt er, ich buddel mich im Sand ein und dann vermiete ich meinen Hintern als Fahrradständer. Ich sag, warum willst du den Job denn jetzt aufgeben? Sagt er, die Mopeds tun so weh. Ja. Er führt eine wirklich glückliche Ehe. Eine Hochzeitsnacht, du, da fummelt er an der Sektflasche rum, ne? Und sagt plötzlich, da war ja schon einer dran. Sagt, ich bin ja auch schon über 30. Ich sag zu ihm, was hast du eigentlich gemacht, bevor du geheiratet hast? Oder was ich wollte? Ich sag, wie hast du deine Frau kennengelernt? Sag, ich habe mal einen Hund gepfiffen, aber sie war schneller. Du. Neulich, typisch, das ist eine Ehe. Er sitzt vom Fernseher, Beine hoch, weißt du, Zigarre an, weißt du, Bierflasche in der Hand. Nicht? Und sie baut sich vor ihm auf, legt einen eleganten Striptease auf Parkett. Er rührt sich nicht, zeigt keine Reaktion. Sagt sie plötzlich, sag mal, weißt du eigentlich, was ich hier mache? Sagt er, ja, du sortierst die Sachen für die Altkleidersammlung. Steht sie noch nicht auf der Waage und sagt, Schatz, ich habe 2 Kilo abgenommen. Sagt, du bist ja auch noch nicht geschminkt, Mensch. Das ist eine Ehe. Ich sag noch nicht zu ihm, du, deine Frau wird vermisst, aber nicht von mir. Du. Meine Frau ist nämlich zur Schönheitskur in Wackersdorf. Ich sag, wieso das denn? Ja, sondern das ist eine Aufbereitungsanlage. Das ist,
Ich sage, hast du eigentlich Hobbys? Ja, also der eins aus erster Ehe, zwei aus der zweiten. Nee, Kinder hat er, du. Sieh mal hin zum Fotografen und sagt der Fotograf, dieses Bild hier von meinem Sohn, können Sie das eventuell vergrößern? Ja, also das ist möglich. Ja, wissen Sie, ich habe da nur einen Wunsch. Können Sie vielleicht, also ich möchte, dass er keine Mütze trägt. Können Sie, ja, das kann man retuschieren, hier die Frau. Dann muss ich allerdings wissen, trägt er nur den Scheitel links oder trägt er ihn rechts? Oh, sagt sie, da bin ich überfragt. Aber das sehen Sie ja, wenn Sie die Mütze abnehmen. Da kommt der kleine Sohn in die Drogerie und sagt zum Drogisten, schnell 10 Kondome. Sagt der Drogist, hör mal zu, du Kleiner. Erstmal schreit man nicht so, ist das nichts für Kinder. Und dann soll sich dein Vater die Dinger selbst abholen. Sagt der Kleine, ich will Ihnen mal was sagen, Herr Drogist. Wissen Sie, erstens habe ich in der Schule gelernt, man soll immer laut und deutlich sprechen. Und dann ist das nichts für Kinder, sondern gegen Kinder. Ne? Und drittens sind die nämlich gar nicht für meinen Vater, sondern für meine Mutter. Die fährt nämlich mal in Mallorca. Das ist doch Kindermund. Hat der Kleine mal den ganzen Tag geweint, weil sein Wellensittich gestorben ist. Sagt die Mutter, als deine Oma gestorben ist, da hast du aber nicht so geweint. Ja, die habe ich ja auch nicht von meinem Taschengeld gekauft. Doch niedlich. Das ist Kindermund. In der Schule, wie der Lehrer sagt, Kinderchen, warum lässt der Hund die Zunge raushängen? Sagt einer, wahrscheinlich ist sein Kopf zu kurz. Sagt der Fritzchen, wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterzeichnet? Sagt er, unten rechts, Herr Lehrer. Sagt der Herr Lehrer, sagt der Lehrer, ich habe jetzt auch mal eine Frage. Kann Baumwolle rosten? Sagt er natürlich nicht. Ja, dann habe ich mir die Hosen gemacht. Da sagt die Tochter, Papi, ich möchte einen Schwarzen heiraten. Na, sagt er, warum nicht? Es gibt auch nette Leute in der CSU. Da sagt die Mutter zum Vater, du, unser Sohn hat jetzt schon Politik in der Schule. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, guck mal hier, was er schreibt. Die CDU ruft dich, die CDU ruft mich, die CDU ruft uns alle. Ja, da der Vater, solange der ruft, mit PF schreibt, habe ich nichts dagegen. Schon sind wir ein bisschen bei der Politik, Freunde. In Ost-Berlin an der Mauer spielt so ein kleiner Junge, kommt ein Phobo, sagt er, was machst du da? Sagt er, ich mach kleine Phobos. Wie machst du die denn? Sagt er, aus Sand und Pippi. Knall hat der eine eingefangen. Nach einer halben Stunde ist der Phobo wieder da. Was machst du denn jetzt? Jetzt mache ich Bundeswehrsoldaten. Wie machst du die denn? Aus Sand und Wasser. Sagt er, warum denn nicht aus Sand und Pippi? Sagt er, dann sind das hier wieder kleine Phobos. Ja, wir sind ein bisschen im Osten, Freunde. Ein Russe hat jahrelang auf sein Auto gespart, geht ins Regierungsgebäude, um den Wagen zu bestellen. Sagt der Beamte, prima, finde ich gut. Wir müssen allerdings 10 Jahre warten. Oh, das finde ich in Ordnung. Kriege ich den Wagen denn vormittags oder nachmittags? Sagt er, warum wollen Sie das jetzt schon wissen? Sagt er, nachmittags kommt der Klempner. Es ist ja aus dem Leben gegriffen, Freunde. Kinder, Bonn ist immer ein Thema, muss ich kurz anschneiden, du. In Bonn sagt man ja zum Beispiel, Grüne werden nicht mehr beerdigt, die werden kompostiert. Ja, ja. Die Grünen haben ja mal gesagt, Schluss mit den Tierversuchen, lass endlich die Sau.